Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Testvideo hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und bei mir zuschaut, denn heute gibt es eine Limited Edition von den Maoam Krachern und zwar diese hier. Wir haben die USA-Edition am Start, das Ganze ohne künstliche Farbstoffe mit einer prickelnden Brausefüllung, so wie man die Dinger kennt. Sehr gut, wir haben drei Geschmacksrichtungen am Start und zwar hätten wir da die blaue Himbeere, Zitrone und die Kirsche. Die werden wir jetzt sofort probieren, denn ihr wisst, auf meinem Kanal geht es nur um eins und das ist und bleibt der Geschmack. Also gilt wie immer, auf damit und raus damit. Da sind sie schon, so wie man sie kennt. Ich bereite den Testteller vor und dann wird probiert. So, und schon geht's weiter. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt alle drei Sorten hier bei mir auf dem Testteller liegen. Wir probieren jetzt von oben nach unten alle durch. Wir beginnen mit der blauen Himbeere. Die habe ich auch schon in der Mitte durchgeschnitten. Schauen wir mal. Ich wollte nämlich nochmal hier diese Brausefüllung zeigen. Die ist hier in der Mitte. Alles klar. Gut, dann probieren wir jetzt mal. Also riechen tut es ziemlich fruchtig, muss ich sagen. Okay, ich beiß mal rein. Ja, die erste Sorte ist auf jeden Fall sehr, sehr fruchtig. Allerdings auch ziemlich süß, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier Himbeere rausgeschmeckt hätte, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es Himbeere sein soll. Also wie gesagt, schmeckt wie so ein Fruchtmix, auf jeden Fall beerig, aber Himbeere, schwierig. Na gut, dann machen wir auch sofort weiter mit der zweiten Sorte, in dem Fall Kirsche. Die zweite Sorte ist auf jeden Fall super. Hier erkennt man sofort, dass es Kirsche sein soll. Richtig schöner, leckerer, intensiver Kirschgeschmack. Auch mit dem Brausepulver passt super dazu. Ist so ganz, ganz leicht sauer. Richtig prima. Also die zweite Sorte auf jeden Fall top. Dann sind wir schon bei der letzten angekommen. In dem Fall die Zitrone. Ja, auch hier eine super Sorte auf jeden Fall. Erkennt man sofort, dass es sich hier um die Zitrone handelt. Also haben wir zwei richtig gute Sorten. Eine davon, ja, für mich durchschnittlich. Wie gesagt, ich hätte es jetzt wahrscheinlich nicht als Himbeere erkannt. Bevor ihr die kauft, solltet ihr aber auch wissen, dass alle drei Sorten ziemlich süß sind. Also das sollte man auf jeden Fall beachten. Okay, dann zeige ich euch jetzt schon die Rückseite der Verpackung mit den Zutaten und den Nährwerten. Dann gibt es meine Bewertung. Ja, für die Maoam Kracher USA Edition vergebe ich 2 Daumen nach oben. Für den Dreifach-Daumen hat es dann leider nicht gereicht. Dafür ist mir die Himbeersorte dann nicht geschmacksintensiv genug. Und wie gesagt, alles sehr, sehr süß. Trotzdem, leckere Sorte. Wenn ihr Maoam Kracher mögt, solltet ihr die unbedingt mal nachkaufen und selbst probieren. Und dann könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr die Himbeere erkannt habt. Alles klar, dann war es das schon wieder mit meinem kleinen Testvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Nicht vergessen, morgen kommt schon das nächste Video hier auf diesem Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Test, sagt euer Atzenberger.